What time is it? Richtig, Fire Emblem Time. Willkommen zurück zu Fire Emblem Path of Radiance zum 38. Part und wir sind weiter in den Wald vorgedrungen und können jetzt mal gucken, was hier Sache ist. Morgenrot 3. Und Ike hat was entdeckt. Hä, hey, Nasir, hast du was gefunden? Ja, ein Reiher. Hey, was ist das denn? Wer ist das denn? Alter vor Schönheit. Was hat die gesagt? Was hat die gesagt? Hab ich auch nicht verstanden. Wie man in den Wald ruft? Was? Erklär dich! Adel verpflichtet! Bitte? Ey, komm schon! Was hat die gerade gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ich auch nicht, nee. Nee, was war das denn? Ich wollte dir doch keine Angst einjagen. Und warum... Oh, ist das der Reiher, der immer Sprichwörter sagt? Von dem habe ich schon gehört. Ah, den will ich haben. Oh, das ist eine Frau. Ja, die will ich haben. Gib mal her da. Nein, du wirst ihn jetzt kriegen, du fette Teigvisage. Und wir catchen jetzt wieder weiter gegen Herzog Tanas Truppen. Der stellt sich uns natürlich nicht selber, der alte feige Hund. Und deshalb holen wir uns jetzt, was uns gebührt, nämlich seinen Kopfmann. Beziehungsweise erstmal den von seinen Leuten. Und wir starten direkt mit Sorin hier rein. Aber natürlich so, dass der Schwerttypi nicht zurückhauen kann, ist ja völlig klar. Und ganz ehrlich, hat die gerade nur Sprichwörter gefaselt? Also ich habe das jetzt mal schnell übersetzt. Ich konnte das auch so schnell nicht lesen, wie ich es wieder weggedrückt habe. Aber mit Sicherheit... Mit Sicherheit war das genau das, was sie uns sagen wollte. Aber vielleicht erklärt sie sich ja noch später. So. Ja, hat man auch gesehen an diesem Pünktchen da, ne? Hat sie ihr Sprichwort unterbrochen, wie man in den Wald ruft. So schallt es hinaus, wäre es eigentlich gewesen. Aber sie konnte ja nicht zu Ende sprechen. Ike musste ja dauernd dazwischen sabbeln. So. Rolf hier mit dem Eisenbogen gegen den Hammer. Den müssen wir erstmal beseitigen. Nicht, dass er noch an Gatry rankommt. Haben wir Gatry überhaupt mitgenommen? Ja, haben wir. Den haben wir nicht rausgenommen. So, und ja, Mia catcht hier gegen das Giftschwert. Hoffentlich... Ach, verdammt, getroffen. Na, egal. Wird schon. Wird schon passen. Das ist ein sehr schwieriger Part. Da muss man überleben und da bringt es auch mal wirklich was, das Überlebenskampf zu nennen. Denn Ike musste diesen kleinen Reiher hier retten. Und ja... Da wir nicht wissen, wie wichtig sie noch ist, haben wir sie erstmal gerettet und vor allem überlassen wir sie gar nicht diesem fetten Herzog, der offensichtlich auch noch auf sie scharf ist oder so. Und ja, catchen hier erstmal weiter gegen seine Leute. Die ist auf jeden Fall auf unserer Seite, wette ich mal. Und deswegen lohnt sich das. So, gegen den Magier ist am besten Schwertkämpfer an der Stelle. Er kassiert zwar seine 11 Schaden, wette ich. Ah, wollen wir mal abwarten. Ja, weicht nicht aus, der gute Sihag, aber war ja auch 2/3 Trefferquote, sag ich mal. Und ist schon in Ordnung. So, und wow, Lag. Ja, das gibt's auch auf dem Gamecube noch. Oder schon, oder... Ja, schon. Eher, ich würde sagen, eher schon. So, diesmal ist er ausgewichen, das wäre sonst vielleicht auch heikel gewesen, wenn da... Wie viel macht der Bogenschütze? Oh, gar nichts. Sehr schön, sehr schön. So, der kommt hier erstmal ran. Ike wird jetzt hier ein bisschen beeinflusst durch das Federgewicht auf seinem Rücken. Ja, viel kann die ja nicht wiegen, aber es beeinträchtigt schon, wenn du irgendwie so einen Reiher mal Huckepack nimmst, glaube ich. Ist das einzige Mal in dem Spiel übrigens, wo wir einen retten müssen. Sprich, die Funktion retten benutzt haben und wir können sie auch nicht absetzen. Wäre auch fies, ne? Also wenn man sie einfach ihrem Schicksal überließe. Und wir sind ja Retter in letzter Sekunde. Manchmal, aber immerhin Retter. So, Rolf, nee, doch lieber Oscar mit der Schlitzlanze. Nee, mit Rolf will ich mal so langsam einen Klassenwechsel jetzt schaffen. Und vielleicht wird das was, wenn wir den Soldaten hier erstmal uncatchen. Und dann machen wir jetzt Schluss mit Sihag. Oder? Lieber der Magier oder der Bogenschütze müsste mal weg. Und Downschlitz und downgecatcht. Sauber. Das gibt ein Level-Up. Sihag ist dann auch langsam mal dabei. Bei den anderen, das ist schön. Ein sehr schönes Level-Up. Sehr schön. So, wie sieht das mit Rice aus? Der heilt hier erstmal. Oder ich brauche seine Heilkünste erst später. Ich
kämpfe erstmal mit ihm ein bisschen. Zumal der ja gute 26x2 Schaden macht. Und jetzt waren es gerade sogar noch mehr. 78 Schaden mit dem Crit. Und, ja. Jetzt mit Oskar hinterher. Hat die gute Schlitzlanze dafür verbraten? Weiß ich nicht. Vielleicht kann Volker das auch einfach machen. Ah, nee, reicht nicht. Messer von hinten gibt's leider nicht. Aber Iliana haben wir ja noch, habe ich gerade gesehen. Sehr schön. Ein Elfendonner dürfte genügen. Yes. Und genau, in die Knie mit dir, du Hund. Krieche zu meinen Füßen. Oder zu Ilianas, besser gesagt. Und jetzt den da mit einem Stahlaxthieb. Jawohl, Beut verfehlt nicht. Erstmal die Kutte gespalten. Und dann geht's weiter mit Getri. Nefene kann ich nicht alleine da unten hinschicken. Habe ich schon mal ausprobiert, funktioniert nicht. Selbst Nefene wird da downgecatcht. So, Soren, ja, ihr wundert euch, aber den kann ich da einfach so hinstellen. In den Busch. Ich werde euch Brief und Siegel darauf geben, dass der das überleben wird. Und jetzt kann ich hier schon mal ein bisschen vorcatchen, den Soldaten. Beziehungsweise, was ist das? Ein Priester. Ja. Dem kann ich leider nichts klauen, glaube ich. So, ausgewichen, seht ihr? Saugeil. Ja klar, der kann auch mal treffen. Es gibt bestimmt wieder Negativbeispiele, aber ich setz ihn da rein und hoff aufs Beste. Wenn nicht, muss ich halt nochmal neu starten. Aber in der Regel überlebt er so lange, bis er geheilt werden kann. Und dann ist das auch ziemlich wichtig, denn Soren ist, sage ich mal, im Gesamtpaket her, der das hier am besten managen kann im Busch. Der kann ja mit Magie über zwei Felder angreifen, hat genug davon, der braucht das Waffenlevel, also muss auch viele Leute abschlitzen. Ja, und noch dazu kommt, dass der alle Leute in einem Durchgang auch fertig machen kann, selbst die Magier. Und er hat halt dann die geringste Schwäche, außer Ryze natürlich noch, gegenüber den Magiern, aber Ryze wird leichter dafür getroffen von denen, die physische Waffen benutzen. So, und das ist also meine Begründung dafür, weshalb ich Soren da allein hinstellen kann. Und ihr seht ja, der ist einfach Boss. Der ist einfach ein Boss. Der steht da und macht die Leute einen nach dem anderen lang. Ja. Also, sehr schön hier an der Stelle. Sehr schön. So, da kommen zwar Leute nahe, soll uns nicht jucken. Da kommen auch Marcia und Jill. Die geflügelten zwei Mädels. So, und die sind natürlich nicht selber geflügelt, aber ihre Reittiere. Und ja, positionieren erstmal hier. Ich sollte auch mal die Leute langsam heilen vielleicht. Ach, ich kann doch stehlen, das ist schön, habe ich gerade gesehen. Mach ich doch mal. Gut, dass das geklappt hat. In der Pflege nehmen wir natürlich auch den besseren Stab, das ist ganz schick. Und jetzt gibt's endlich die neue Klasse. Ich glaube, da sind ein bisschen XP bei verbraten worden. Aber ist egal, steht voll im Sumpf, na klar. Und du. Engelschorele. Geil. Und mal wieder eine neue Klasse. Scharfschütze Level 1. Zwar nur 34 KP, aber guckt euch die anderen Werte an. Gute Güte. Der macht jetzt richtig Stress. Und das ist wirklich so. Also Rolf ist ein guter. Ist in Path of Radiance auf jeden Fall einer, den man immer mitnehmen sollte. Und wir gucken jetzt mal hier, was läuft sonst noch so. Ich kann jetzt mal tauschen endlich, die Meisterlanze, genau, hätte ich mal schon eher machen können, aber jetzt ist es amtlich. Der musste erst Scharfschütze werden, um die Meisterlanze abzugeben, sonst hat das einfach keinen Stil. So, ich lasse die Leute rankommen, ich gehe da nicht hin. Da wäre schön blöd, wenn ich den aus dem Busch stellen würde. Und da vielleicht noch womöglich wer anders reingeht. Genau, Mia sollte ich mal heilen langsam, nicht, dass sie zu viel Schaden frisst. Ach nee, das läuft, das läuft. So, schön. Iliana hinterher, die kann dann auch irgendwann Heilungen benutzen in der neuen Klasse. Das wird gut, das wird gut. So. Die Magier hier, die werden jetzt richtig schön kassieren. Die werden einfach richtig schöne Schelle kriegen jetzt. Eine Windschelle. Von Soren. Eine, noch eine. Schön mit dem Tornado abgezwirbelt. So, nächstes Level. Soren ist auch einfach der King im Ring. Zwar nur Fähigkeit gestiegen, aber es ist wichtig. Sehr wichtig.
Anstatt dass er mal Verteidigung kriegt, hätte er jetzt nicht 7, sondern nur 6 Schaden gekriegt. Nein. Achso, übrigens noch dazu gesagt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, in dem Busch kriegt man plus 1 Rüstung. Also die wird einfach dann absolut draufgerechnet, sage ich mal. Also jeder, der irgendwie 20 Schaden macht, der macht dann stattdessen nur 19 effektiv in diesem Busch. Und auch die Ausweichrate ist ein bisschen erhöht. Und die eigenen Sachen sind nicht beeinflusst. Also, dass man irgendwie schlechter treffen kann, wenn man im Busch steht oder so. Keine Ahnung. Aber auf die andere Art ist es ja schon logisch, ne? Man sieht einen im Busch dann irgendwie ein bisschen schlechter, trifft man schlechter und vielleicht fängt das Gebüsch ja auch ein bisschen was vom Schaden ab. Komischerweise auch Magieschaden. Aber das brauchen wir ja sowieso nicht bei Soren. Der ist ja Magier und die haben für gewöhnlich eine hohe Resistenz. Und hier ist die Resistenz von ihm sogar so hoch, dass wir immer sehen, er nimmt überhaupt keinen Schaden. Die können alle herkommen und ja, da müsste so ein riesen Leichenhaufen eigentlich um Soren hinterher liegen, einfach nur. Hat hier gerade mal die 7 Schaden kassiert von dem einen Schwerttypi, der da noch immer vor uns steht. Ist der das? Oder ist das schon der nächste? Ich habe keine Ahnung. Ich schon wieder vergessen, weil ich hier so viel erzähle. So, und manchmal weicht er sogar aus, kassiert er nicht mal keinen Schaden. Versteht ihr, weil der keinen Schaden kassiert, der Junge? Auch wenn er getroffen wird. Sehr schön. Das läuft. Das war ein harter Treffer. Langsam wird's doch brenzlig. Also 4 von denen verträgt er. Ne, 3, bevor er stirbt. Und da sollten wir jetzt doch mal aufpassen langsam. Nicht cool, Mann. Nicht cool. Vielleicht reicht ein Heilmittel. Ich poker jetzt einfach. Ich gucke jetzt mal. Die Steillanze darf einfach nicht treffen. Das wäre echt fatal. So, komm. Gib ihm jetzt das Heilmittel und hoff aufs Beste. Und dann gucken wir mal. Eisenschwert macht genug Schaden und der macht genug Schaden. Ach, ich rechne es gar nicht mehr durch. Wir werden das schon sehen. Ich kann definitiv auch... Kann ich sie ranschubsen? Weiß gar nicht. Oder steht sie da in der Ecke? Ich sehe es nicht genau. Ne, ich könnte sie ranschubsen. Ich weiß aber nicht, ob es reicht dann... Ich kann meinen Wurfball mal hinstellen und mal gucken, ob stattdessen einfach Beut angestoßen wird. Angegriffen wird. Jetzt wollte ich stoßen und alles und. Ne, egal. Deswegen. Ah ja, Siha könnte ich mal heilen. Genau. Rice steht auch noch weit genug weg, wird irgendwie nicht von denen attackiert, höchstens von dem Schwerttypi und den macht dann einfach lang, wenn der kommt. Interessiert ihn nicht die Bohne. So. Und jetzt geht's rund. Die lasse ich mal da oben stehen, weil da oben kommen auch noch Einheiten nach. Habe ich am letzten Part schon erklärt, dass es völlig egal ist. Hauptsache, wir kriegen die XP. Oh, ein schöner Crit. Schöner Crit. Hat er zwar den Schaden kassiert, aber ein schöner Crit. Also, da haben wir ihn auch mal gebraucht. War gut. Und Magieresistenz, beides gestiegen. Das läuft doch. Sehr schön. Ausgewichen im Lanzentypi. Das gibt wieder eine weitere Runde. Boah, der macht einen Schaden mittlerweile. 21 mal 2 bei so einem gewöhnlichen Lanzenträger hier. Und das ist die letzte Gefahr. Und da war ich dann nochmal aus. Da habe ich mit gerechnet und auch mit gepokert. Muss ich ja zugeben. Aber hat ja geklappt. Schön. So. Und den machen wir hier jetzt fertig. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Und Jange, der trifft ja mal. Ja. Bin ich nicht mehr gewohnt, dass ich getroffen werde. Und ja, gucken wir doch mal, was wir hier noch für Nummern abziehen können, wa? Ob Jill hier ein bisschen vorschwächen kann? Oder Marcia? Naja. Kann ich mal gucken, ob das was bringt, aber... 47 Trefferquote, das war so klar, dass der ausweicht. Und weg mit dir, Mädel. Ganz schnell weg. Warum habe ich die überhaupt dazu geholt? Warum bezahle ich die eigentlich? Ja, du bezahlst sie doch gar nicht. Ah, jetzt weiß ich auch wieder warum. So, sehr schön mit Iliana hier. Jetzt kann ich mal gucken, wie stark Rolf geworden ist. Ja, schön mit dem Lagusbogen einmal einen Pfeil reinjagen. Zwar ein bisschen verschwendet der Lagusbogen, aber der ist halt auch so relativ stark. So. Mia muss ich jetzt noch ein bisschen gucken, dass sie nicht so viel Schaden nimmt, denn die hat ja noch einen Dot drauf.
Und, ach, weich doch aus, Mädel. Mach's dir doch nicht selber schwer. So, jetzt kann ich vielleicht mit Jill abkassieren. Das wäre geil, wenn er trifft. Yes, nice. Dann kann ich mit Iliana nämlich. Und, versteht er? Genau. Kann ich mit Iliana jetzt, reicht. Na, sie doppelt ja nicht. Egal, vielleicht crittet sie. Nee. Aber, kann Volker? Nee, Volker macht keine 12 Schaden an dem. Im Leben. Aber wie gesagt, das ist ja egal. Er wird ja schon nicht in einem Zug finishen. Und wahrscheinlich wird er sowieso Rolf angreifen. Gehe ich mal von aus. Wie viel Schaden macht er? 3, naja. Stelle ich ihn einfach mal davor. Und damit er Marcia nicht angreifen kann, weil ich nicht weiß, ob sie gedoppelt wird von dem. So schnell ist sie nämlich nicht. Und ich werde jetzt mit Gary einfach Feierabend machen bei dem hier. Durchgestoßen, Junge. Einmal durch die Robe aufgespießt. So, und Nefine jetzt hinterher mit der Stahllanze. Letzte Benutzung leider, aber sie hat gute Dienste geleistet, die schöne Stahllanze. Und das war... Doch, das war ein solides Level. Wir hatten ein sehr solides sogar. Schön. Das läuft richtig gut. Ja, der kommt uns nicht davon, würde ich mal sagen. Ach, geh einen weiter. So, und tschüss. Einfach mal 22 Schaden, aber wir brauchten ja nur 3. Schön, 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 schön. So, jetzt geht's weiter. Da sind noch ein paar Bogenschützen, aber die sollten uns nicht kümmern. Eher sollte uns der Magier da unten kümmern. Da sollte ich Beut dann nicht zu weit hinstellen, weil der noch richtig Schaden noch nimmt von dem. Und das wird auch so bleiben. Beut wird nie eine gute Resistenz haben, da muss man sich mit abfinden. Also sonst wäre der auch einfach viel zu stark. Wenn er sich auch noch mit Magiern immer messen könnte. Ach scheiße, er hat einen Langbogen, was soll denn das? Was soll denn das? Wollt ihr mich verarschen heute? Mann, 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 ey. Und Junge, der macht nicht mal Schaden an ihm, das ist doch schön. So, jetzt sind da nochmal 2 Leute nachgekommen, aber ich glaube, ich muss erstmal einen Reiter wegcatchen. So, und dann muss ich mal gucken. Also langsam neigt sich der Part dem Ende, aber ich kann hier noch ein paar immerhin... Schaffen werden wir es nicht in dem Part, aber ich werde hier noch ein paar Magier fertig machen, genau. So, weg mit dem. Abgeschlitzt von mir. So, und jetzt überlege ich gerade mal, wie ich es am dümmsten anstelle. Ich könnte jetzt... ich muss gucken, wem ich die XP gebe, ja? Und das könnte man mit Iliana jetzt erstmal den Reiter... Ich weiß nicht, ob Rolf den Magier töten kann, aber doch, müsste laufen. So, jetzt geht's weiter. Und den haben wir dann auch erstmal fertig gemacht. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Kann ich dem was klauen eigentlich? Nee, ich nehme einfach ein Messer jetzt. Komm her hier. Oh, nice! Guter Crit. Guter Crit. Ist in Ordnung. Der kann auch ein paar XP gebrauchen, der Junge. Boah, 14, 14, 13, der ist gar nicht so schwach. Aber wenn er eine vernünftige Waffe benutzen könnte, das würde die Welt so leichter machen. Ich danke wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Morgenrot 3, euer Kadeus.